Ich begrüße dich zu diesem Video hier. In diesem Video möchte ich über Margin reden, über den Hebel reden, über Positionsgrößen und Lots. Und zwar deswegen, weil wir eine Frage bekommen haben, einfach zu diesem Thema. Und das hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr so die Basics, also die Wurzel vom Trading vielleicht auch behandeln sollen, weil es halt viele Leute gibt, die vielleicht gerade am Anfang stehen oder schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Aber trotzdem sind es eigentlich Themen, die man nicht direkt versteht, wo man sich nicht direkt mit beschäftigt und wo man halt nochmal drüber nachdenken muss. Also generell wollte ich einfach diese Punkte nochmal durchgehen. Es gibt ja zum Beispiel, wenn man jetzt mal beim Hebel anfängt, es gibt Broker, die ermöglichen einen Hebel von 1 zu 50, 1 zu 100, 1 zu 400, also die drehen da komplett durch mit dem Hebel, was eigentlich nicht gut für den Kunden ist, aber gut für den Broker. Und warum ist das so? Das ist so, weil dieser Hebel bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du dein Eigenkapital, wenn jetzt hier dein Eigenkapital ist und hier der Hebel, je schwerer der Hebel ist, also zum Beispiel wenn der 50 ist, dann kannst du dein Eigenkapital vielleicht so ein bisschen hebeln, aber wenn der 400 ist, dann kannst du dein Eigenkapital halt komplett hebeln. Und was das bedeutet, ist einfach ein Hebel von 50 bedeutet zum Beispiel, wenn du 100 Euro hast, kannst du, jetzt Kopfrechnen, kannst du 5.000 Euro investieren. Beim Hebel von 400 könntest du aber 4.000, 40.000, auf jeden Fall 400 mal 40.000, ne? Genau, aber was bedeutet das im Endeffekt? Also diese Investitionssumme ist natürlich, es ist natürlich nicht wirklich so, dass du das Geld irgendwo physisch hast und investierst, weil du hast es halt einfach nicht, du hast nur diese 100 Euro, kannst aber trotzdem größere Beträge bewegen. Und zwar kommt das einfach dadurch, dass der Broker im Endeffekt dir den restlichen Betrag als Darlehen gibt und deswegen kommen zum Beispiel auch diese Swap-Sätze zustande. Wenn du Positionen über mehrere Tage hältst, dann wird dir schon mal aufgefallen sein, zahlst du Zinsen oder Swap-Sätze. Und zwar ist das einfach dafür, dass der Broker, ob der das jetzt macht oder nicht, der muss im Endeffekt diese Beträge, diese Währungsbeträge oder diese Indizes oder so, der muss sich im Hintergrund dagegen absichern. Und wir machen jetzt mal ein Beispiel vom DAX zum Beispiel. Wenn du für 10.000 Punkte den DAX kaufst, ein Punkt ist ja zum Beispiel 1 Euro, hast du im Prinzip 10.000 Euro investiert. Wenn du einen Hebel von 1 zu 100 hast, brauchst du aber nur 100 Euro dafür, um einen DAX-Kontrakt zu handeln. Und wenn jetzt der Markt um 200 Punkte fällt, dann musst du halt 100 Euro draufzahlen oder so, beziehungsweise wurde ja abgeschafft, glaube ich, aber dann musst du halt im Endeffekt dem Broker diese Summe geben. Das Problem ist jetzt aber, wenn du das nicht kannst, dann hat der Broker natürlich ein Problem. Deswegen, für das Risiko und alles lässt er sich halt Zinsen geben und im Endeffekt muss der ja eigentlich im Hintergrund, wenn du zum Beispiel long gehst im DAX, auch den DAX kaufen, ob der das jetzt über einen Future oder irgendwie macht, weil falls du Gewinne machst, wenn der DAX zum Beispiel 100 Euro steigt, falls du Gewinne machst, muss der Broker dir das ja auszahlen und der muss das ja auch irgendwo hernehmen. Und da gibt es auf der einen Seite die Broker, die sich halt absichern dagegen, das heißt, die machen das über Futures in der Regel, dass die gucken halt, wenn 25 Leute zum Beispiel so einen DAX kaufen, dann kaufen die halt einen Future. Und damit hebeln die sich halt, damit sichern die sich halt ab gegen die Kursgewinne ihrer Kunden. Wenn die Kunden Verluste machen, dann stecken die sich das natürlich in eine eigene Tasche, beziehungsweise machen mit ihrem Derivat, womit sie sich abgesichert haben, halt den Verlust und kommen plus minus null raus. Das sind die einen Broker, die anderen Broker sichern sich einfach gar nicht ab und sagen, okay, unsere Kunden verlieren halt eh, weil es ist halt einfach so, dass die meisten Händler Geld verbrennen. Von daher sagen die, okay, wenn wir uns nicht absichern, dann machen wir halt auch keinen Verlust. Wenn der Kunde Verlust macht, und ziehen uns das Geld, was der Kunde an Verlust macht, einfach selber raus und stecken uns das in eine eigene Tasche. Weil wenn die sich ja absichern würden mit einem Derivat, zum Beispiel mit einem Future, dann würde der Wert von diesem Derivat ja auch sinken, wenn der Kunde Verlust macht und das Asset von dem Kunden halt an Wert verliert. Von daher, wenn die sich nicht absichern, dann gewinnen die einfach das, was der Kunde verliert. Das ist halt so ein bisschen die Kritik auch an diesen Brokern, dass sie halt gegen den Kunden zocken und so. Aber warum nicht? Ich meine, wenn die Kunden halt verlieren, ist halt ein Geschäftsmodell. Ne? Der Kunde muss sich halt nur bewusst sein oder jeder Händler sollte sich bewusst sein, dass CFD-Broker zum Teil so reagieren oder agieren. Und wer sich da nicht vorher richtig informiert, der hat halt Pech gehabt in dem Fall. Also ich bin auch immer der Meinung, dass jeder so ein bisschen für seine eigenen Fehler verantwortlich ist. Und wer sich halt nicht informiert, der
fliegt halt auf die Nase und ist beim nächsten Mal schlauer, aber dann hat er es halt auch gelernt. Und ansonsten, genau, das ist also der Hebel einfach. Das heißt, wenn du einen höheren Hebel hast, kannst du halt deutlich mehr Geld dir vom Broker leihen im Endeffekt, deutlich höhere Positionen handeln. Macht aber natürlich keinen Sinn, weil, und da kommen wir zum zweiten Punkt, du hast eine Margin. Diese Margin musst du halt beim Broker hinterlegen. Das heißt, das ist auch genau dieser Prozentanteil, den du quasi direkt an Eigenkapital bringen musst. Ich hatte jetzt das Beispiel vom DAX zum Beispiel, wenn du für 10.000 Punkte, also ein Punkt, 1 Euro, den DAX kaufst, kannst du zum Beispiel beim Hebel von 1 zu 100 das mit 100 Euro machen. Und damit hast du halt einfach erstmal diesen Kontrakt dir ins Portfolio geholt im Endeffekt und kannst jetzt gucken, ob der Markt nach oben geht oder nach unten geht. Das Ding ist halt einfach, wenn er nach oben geht, dann gewinnst du halt Geld, das heißt, dann ist alles cool und so. Und dann wird halt im Zweifelsfall auch deine Margin reduziert. Wenn du aber, wenn der Markt aber nach unten geht, das heißt, wenn der DAX jetzt zum Beispiel Punkte verliert, das heißt, er geht zum Beispiel auf 9.990, hat er 10 Punkte verloren, das heißt, du hast im Prinzip auch 10 Euro verloren und dann will der Broker direkt 10 Euro mehr von dir haben als Margin. Weil das Risiko für den Broker ist natürlich deutlich gestiegen, weil wenn der Kurs jetzt zum Beispiel 100 Punkte fällt oder so, dann hast du ja deinen Einsatz im Endeffekt komplett schon als Verlust. Deswegen will der Broker dieses Geld auch wieder an Eigenkapital von dir haben. Weil was ist jetzt, wenn du 100 Punkte verlierst und 100 Euro an Margin eingelegt hast, dann ist das im Prinzip jetzt schon eine Nullnummer für den Broker. Das heißt, wenn du jetzt noch mehr verlierst als diese 100 Punkte, dann würdest du ja quasi ein Geschäft machen und der Broker hat sich dagegen überhaupt nicht abgesichert. Und dann hat er wieder das Problem, wenn du jetzt einen großen Verlust machst und der hat nur 100 Euro Margin zum Beispiel, das ist ein Verlust von 5.000 oder so, dann muss er ja dir hinterherlaufen, damit er sein Geld kriegt. Und das will der Broker natürlich nicht. Deswegen wird immer, wenn du Verlust machst, die Margin einfach erhöht. Und das ist auch eigentlich eine logische Sache, weil der Broker muss sich ja absichern dagegen, dass der Kunde, sein Kunde, zu viel Verlust macht. Das Ding auf der anderen Seite ist aber auch, dass deine Margin sich erhöht. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem 100-Euro-Konto ankommst und ein 10.000er DAX handeln willst, ein Punkt, 1 Euro, dann hast du, sobald der Markt gegen dich läuft, direkt einen Margin Call im Endeffekt. Das heißt, der Broker will mehr Geld von dir haben. Allerdings hast du das Geld nicht auf dem Konto. Und bei CFD oder Forex-Brokern ist es dann so, dass deine Position einfach glattgestellt wird. Und dann hast du natürlich richtiges Problem, weil erstmal macht es vom Handeln überhaupt keinen Sinn, keinen Punkt Verlust zuzulassen. Außerdem hast du dann halt den Trade, den du aufgesetzt hast, direkt wieder geschlossen. Das heißt, du hast einfach keinen Trade gemacht und du hast nur den Spread bezahlt im Endeffekt, weil du kaufst ja zum Beispiel zum Ask-Kurs und verkaufst zum Bid-Kurs. Das heißt, du kriegst auch noch weniger Geld zurück. Und dann wird halt dein Konto von 100 direkt schon niedriger stehen, zum Beispiel bei 98 oder so. Und das ist halt für den Broker eine ziemlich coole Sache, weil er hat halt überhaupt kein Risiko dadurch. Er kann halt deine Position aufmachen, wird sofort wieder geschlossen und er hat Geld verdient. Und dieser eine Spread, der eine Punkt Spread, der sieht halt immer so ungefährlich aus, aber das läppert sich ganz schön über die Zeit und damit verdient der Broker halt auch einen Großteil von seinem Geld. Und von daher ist halt, jetzt hatten wir schon gesagt, der hebelt halt einfach deine Position so ein bisschen. Und die Margin sorgt im Endeffekt dafür, dass der Broker halt sich so ein bisschen absichert, dagegen, dass der Kunde halt zu viel Verlust macht. Und ja, ansonsten, was ist noch dazu zu sagen? Ich hatte jetzt gesagt, du kannst dich zum Beispiel hebeln. Wenn du 100 Euro hast, kannst du zum Beispiel 10.000 Euro investieren. Und dann, ich hatte ja gesagt, ich will auch über Lots reden und so. Die Lots bedeuten halt einfach nur, ein Lot ist halt 100.000 Euro oder US-Dollar immer, ein Mini-Lot ist 10.000, ein Mikro-Lot ist 1.000. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit 100 Euro für 10.000 investierst, dann kannst du zum Beispiel ein Mini-Lot investieren. Und das heißt, du kannst zum Beispiel 0,1 im MetaTrader im Euro-US-Dollar zum Beispiel handeln. Das bedeutet dann, also hinter dieser 0,1 verbirgt sich im Endeffekt 10.000 Euro am Wechselkurs halt im Endeffekt. Das heißt, du kaufst zum Beispiel 10.000 Euro Dollar, Euro, japanische Yen oder so. Also das verbirgt sich hinter diesen Lots und das ist auch die einzige Verbindung zwischen den Lots und dem Hebel und der Margin. Also die Lots, die drücken halt einfach nur aus, wie viel Geld du investiert hast, haben aber im Endeffekt wenig mit dem anderen zu tun. Und dann will ich auch nochmal auf die Positionsgröße eingehen, weil mir das halt in dieser E-Mail auch als Frage gestellt wurde, was das damit zu tun hat. Auch die Positionsgröße hat erstmal mit dem Hebel und der Margin nichts zu tun.
Also die Positionsgröße ist ja davon losgelöst. Sie sollte sich halt danach richten, wie viel du riskieren möchtest, wo dein Stop-Loss liegt und so. Und daraus berechnet sich im Endeffekt der Verlust. Das heißt, beziehungsweise auch die Positionsgröße. Und die Positionsgröße hat an sich aber erstmal nichts mit dem Hebel oder der Margin zu tun, weil das heißt ja nicht ein höherer Hebel, höherer Positionsgröße. Das wäre ja totaler Bullshit, weil dann würde der Broker dich ja zwingen, mehr Risiko einzugehen. Also der Hebel, das ist einfach nur dein Spielraum im Endeffekt. Das heißt, deine Möglichkeit, wie viel Geld du maximal investieren solltest. An der Stelle aber auch die Warnung, du solltest den Hebel niemals ausnutzen. Also selbst wenn du nur einen Hebel von 50, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen gering, aber keine Ahnung, also du solltest diesen Hebel, zum Beispiel wenn du einen 400er Hebel hast, ist natürlich völlig irre, wenn man jetzt mit 100 Euro 40.000 investiert oder so. Das heißt, du solltest diesen Hebel einfach nie ausnutzen. Du solltest halt immer noch darauf achten, dass deine Positionsgrößen stimmen, dass dein Risiko stimmt. Und dich nicht überhebeln. Und nur weil du die Möglichkeit hast, einen unglaublich hohen Hebel anzuwenden, heißt es ja nicht, dass du es machen musst. Und von daher ist es halt eigentlich weder gut noch schlecht, wenn der Broker einen hohen Hebel gewährleistet. Es kommt halt auf den Händler an, ob er sich halt von dieser Versuchung halt leiten lässt und sich halt überhebelt und im Endeffekt dann auf die Nase fällt, weil er sich verzockt. Das will der Broker ja, deswegen gewährt er diesen hohen Hebel. Aber du solltest es halt einfach nicht machen. Also sei da halt einfach vernünftig, sei nicht gierig. Nimm ruhig einen Broker mit hohem Hebel. Ich mache das auch immer. Ich stelle den höchsten Hebel ein, der geht, weil warum nicht? Ich meine, das restriktiert mir. Man hat halt keine Restriktionen dadurch und man nutzt ihn ja eh nicht aus, wenn man vernünftig ist. Von daher, hoher Hebel ist nicht gut, ist nicht schlecht. Es ist halt einfach deine Möglichkeit. Dann die Margin musst du dir merken, ist einfach das Geld, was du hinterlegst. Du musst aufpassen, wenn du verlierst, dann wird sich die Margin erhöhen. Das heißt, sorg einfach dafür, dass du genug Geld auf dem Konto hast. Was aber eigentlich sowieso kein Thema sein sollte, wenn man vernünftig handelt, weil dann ist die Margin ja nicht, dann ist ein Margin Call eigentlich kein relevantes Szenario, weil das nicht passieren wird, dass du so viel Geld investierst. Und ja, ansonsten Positionsgrößen, passt da auf, dass du dich nicht überhebelst, mach die Positionsgrößen gemäß deinem Konto, deinem Risiko. Und jetzt weißt du auch, was Lots sind. Also Lots hat auch eigentlich nichts mit dem Hebel oder der Margin zu tun, sondern es bedeutet einfach nur, wie viel Geld du im Endeffekt umsetzt am Forex-Markt oder mit wie viel Geld du im CFD-Markt gegen den Broker zockst. Und genau, das ist es auch eigentlich schon gewesen. Ich hoffe, das Video konnte man gut nachvollziehen. Vielleicht schaffe ich es in der Nachbearbeitung noch so ein paar Zahlen und so in den Bildschirm zu machen. Aber da muss ich mal gucken, da sind meine Skills nicht so ausgereift. Ansonsten bedanke ich mich fürs Anschauen. Sag bis zum nächsten Video. Ciao.